Bin Ehre, schön dich zu sehen. Muffi, so. Ich begrüße dich gleich nochmal gesondert, aber erstmal möchte ich auch alle weiteren Fans und Pressevertreter, die jetzt zugeschaltet sind, ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr hier in der Opel Arena. Ja, ihr habt das ja alle mitbekommen, am Anfang der Woche hat die Stadt Mainz bekannt gegeben, dass aufgrund der erhöhten Corona-Inzidenzen hier in Mainz unsere ursprünglich geplante Zuschauerzahl von 6.800 Fans leider nicht durchführbar ist. Aber wir freuen uns trotzdem auf jeden einzelnen der 250 Zuschauer, die uns dann hier am Samstag unterstützen werden. Mit mir auf dem Podium unser Sportvorstand Rufen Schröder und unser Cheftrainer Jan-Moritz Lichte. Und dann würde ich auch schon mal direkt übergeben an euch. Ich würde sagen, wie immer, hebt ihr kurz digital eure Hand, dann rufen wir euch auf, dann können wir eure Frage hier verstehen und dann hoffentlich gut beantworten. Bitte schön. Peter Herbert Eisenhut, bitte. Ja, dann schönen guten Tag. Und die Frage an Herrn Moritz: Was war jetzt in den 2 Wochen denn ja arbeitsmäßig drin? Was konntet ihr verbessern gegen dem Unionsspiel in der reduzierten Besetzung, in der ihr arbeiten musstet? Ja, erstmal auch guten Morgen an alle, die zugucken. Versucht die 2 Wochen bestmöglich zu nutzen, in dem Sinne, dass wir die Sachen, die wir auch nach dem letzten Spiel angesprochen haben, als großes Thema hatten. Das heißt, defensiv kompakt miteinander zu verteidigen, zu wissen, was in welcher Situation zu tun ist, um die Fehler, die wir einfach in den letzten Spielen, auch gegen Karlsruhe, im Testspiel gemacht haben, um die abzustellen. Wenn ich gerade nochmal anschließen darf, ist es dann eher ein Vorteil, diese 2 Wochen zu haben, oder eher ein Nachteil, ja, halt in reduzierter Besetzung arbeiten zu müssen? Ich glaube, die 2 Wochen waren definitiv ein Vorteil für uns. Ich hoffe, dass man das deutlich sehen wird am Samstag. Natürlich ist es schwieriger, weil nicht alle dabei sind und weil man jetzt die einzeln wiederkommen, da abholen muss, wo die anderen schon waren, um die Dinge so ein bisschen nachzuholen. Das versuchen wir dann bestmöglich mit Video, mit Gesprächen so zu machen, dass sie natürlich die Trainingseinheiten nicht mitmachen konnten, aber dass sie inhaltlich genau wissen, was Thema war in der Zeit, in der sie nicht dabei waren. Peter Mufarresch von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, hallo an alle. Eine Doppelfrage zu Kevin Stöck, Adam Soloy. Wie weit sind die jeweils? Also Adam steigt wahrscheinlich morgens das erste Mal überhaupt wieder ins Training ein. Ist er trotzdem vielleicht eine Kaderoption nach der Begnadigung? Und wie weit ist Kevin Stöger? Ja, Kevin hat die Zeit jetzt gut genutzt, war in jedem Training dabei, seit er zu uns gekommen ist. Er ist sehr fleißig. Natürlich sieht man schon noch ein, zwei Rückstände, die er hat aufgrund der langen Phase ohne Mannschaftstraining. Aber ich glaube, er ist auf dem Weg, auf dem er jetzt sein muss. Auf dem ist er. Deshalb bin ich da momentan mit dem, was er uns zeigt, sei er hier sehr zufrieden. Bei Adam ist es so, dass Adam jetzt heute da sein wird, aber gestern gespielt hat. Das heißt, für heute das Training wird er auch nicht in Frage kommen. Morgen wird er das erste Training dann absolvieren, auch wahrscheinlich nicht vollumfänglich, 2 Tage nach dem Spiel, das er in den Beinen hat. Da müssen wir dann gucken. Davor hat er auch einzeln trainiert. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, was er morgen und heute für einen Eindruck macht. Aber du hältst dir dann offen, dass er vielleicht Samstag überraschenderweise doch im Kader ist. Für die Gegner halte ich mir offen, alles, was wir uns offen halten können. Jeder, der bei uns im Kader ist, der im Trainingskader ist, hat die Chance, im Kader zu sein. Es sind alle verletzungsfrei. Deshalb, da wird morgen die endgültige Entscheidung getroffen werden. Nils Aleger von der Allgemeinen Zeitung, bitte. Hallo Herr Lichte, wenn wir jetzt mal die letzten Wochen rekapitulieren. Wir hatten Unzufriedenheit im Team, wir hatten den Streik, wir hatten die Folgen des Streiks. Rückblickend, wie sehr hat es das Team auch an den ersten 3 Spieltagen beeinflusst? Inwiefern sind diese Blockaden jetzt gelöst und wird jetzt automatisch alles besser? Ich glaube, automatisch wird im Leben nie was besser. Und das trifft für den Fußball natürlich genauso zu.
Wir haben Dinge, die wir aufarbeiten müssen, und das versuchen wir täglich zu machen, um Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass wir sozusagen die Dinge nicht lösen, sondern einfach besser machen. Ich glaube nicht daran, dass es eine Lösung gibt und danach ist alles so gut, dass wir jedes Spiel 3 Punkte holen, sondern wir müssen Schritt für Schritt versuchen, Dinge zu verbessern, und dann werden wir Schritt für Schritt auch sehen, dass es besser wird. Und das muss das Ziel sein. Und wenn es dann mal besser gelaufen ist, dann müssen wir auch wissen, jetzt wird nicht automatisch alles demnächst weiterhin gut laufen. Das heißt, jeder muss begreifen, die tägliche Arbeit wird das sein, was entscheidend ist, um uns dahin zu bringen, wo wir sein wollen. Die Dinge, die stattgefunden haben, die möglicherweise die Mannschaft beeinflusst haben oder nicht, das sind Sachen, die man im Nachhinein schwer beurteilen kann. Man müsste ja wissen, dass wenn das nicht passiert wäre, wäre alles anders gelaufen. Das wissen wir nicht. Ja, ich kann nicht sagen, was, wie viel, wen beeinflusst hat. Das weiß ich nicht. Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau, bitte. Ja, hallo, ich grüße Sie. Rufen, eine Frage an dich. Sowohl der Vorstandschef Stefan Hofmann als auch du hatten eine Reaktion der Mannschaft angekündigt. Ist damit nur eine Reaktion auf den Platz gemeint oder noch eine weitere Reaktion? Nee, schon eine gesamtheitliche. Ich glaube, es ist auch jetzt ein ganz normaler Prozess. Wir sind im Fortlauf guten Gesprächen, auch mit dem Team. Es ist grundsätzlich schon so, dass die Mannschaft natürlich jetzt durcheinander gewürfelt war aufgrund der Tatsache der Nationalmannschaft. Auch vollkommen klar, dass wir eine gemeinschaftliche Aussage dann auch brauchen und uns auch wünschen. Und von daher ist klar, dass heute die letzten Spieler zurückkehren werden, und dann gehen wir die Richtung an. Und die Reaktion ganz einfach auch Richtung Leverkusen. Aber auch da rückwirkend nochmal auf die Frage von Nils Salecker, dass, glaube ich, auch die letzten Wochen, jetzt auch diese Woche auch schon gezeigt hat, wie nah die Mannschaft beieinander ist, wie sie gewillt ist, Dinge umzusetzen, gewillt ist auch Dinge, wie gesagt, nach vorne zu tragen, und eine sehr, sehr konzentrierte Trainingswoche. Von daher auch, glaube ich, hat die Zeit auch richtig gut getan, um die Abläufe rundum mit Jan Moritz auch weiterhin zu studieren und kennenzulernen. Die Mannschaft ist sehr, sehr gewillt, fokussiert auf dem Feld. Jetzt kommen die restlichen Spieler zusammen und fühlt sich trotz allem gut an. Denn eins ist auch klar, eine gewisse Positivität und Optimismus brauchen wir definitiv. Felix Mansel vom SWR, bitte. Frage an Ruven Schröder. Dadurch, dass jetzt der Vertrag mit Sandro Schwarz aufgelöst wurde, weil er jetzt in Moskau unterschrieben hat, wird ja auch wieder Geld frei im Verein. Steht da die Möglichkeit, nochmal auf dem Spielermarkt tätig zu werden, vertraglose Spieler eventuell noch ins Visier zu nehmen und die Mannschaft nochmal weiter zu verstärken, oder schließen Sie das komplett aus? Das ist so, dass wir grundsätzlich auch weiterhin schauen natürlich nach Optimierung. Trotz allem ist es so, dass wir bewusst uns auch gesagt haben, mit Kevin Stöger ist das jetzt der Kader, mit dem wir arbeiten. Wir haben natürlich jetzt die Situation, arbeitslose Spieler nur unter Vertrag geben zu können. Allerdings haben wir jetzt schon Mitte Oktober, im Januar ist das nächste Fenster auf, wo wir wieder die Möglichkeit hätten. Trotz allem ist das Vertrauen auch in diese Mannschaft. Budget ist frei geworden, definitiv durch Sandro, dem wir hier natürlich nochmal alle offiziell nochmal viel, viel Erfolg und Glück wünschen und natürlich auch Gesundheit bei Dynamo Moskau. Und wir werden sehen, was wir machen, aber aktuell ist keine Verstärkung des Kaders geplant. Wir wollen mit diesem Kader arbeiten. Trotzdem, die Augen sind auf und im Januar ist ein nächstes Fenster. Peter Mufaresch von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, Rufen, ich habe auch zwei Fragen an dich, und zwar Personalfragen. Gerade wo du gesagt hast, es ist wieder ein bisschen Geld frei geworden. Was ist mit einer weiteren Assistentenstelle im Trainerteam? Arbeiten die jetzt erstmal so weiter oder ist da in naher Zukunft was geplant? Und dann, was geht, es gab ja eine Diskussion, dass du vielleicht auch eine Entlastung bekommst. Wie weit sind da die Überlegungen gediehen? Es ist so, dass wir natürlich immer am Optimum arbeiten wollen. Ja, Moritz und ich sind da ganz eng im Austausch Richtung auch Erweiterung Trainerteam. Das ist aber auch ein interner Prozess, den wir anstoßen. Auch da haben wir ja gesagt, wenn wir überzeugt davon sind, dann werden wir auch Dinge auch weiterentwickeln. Da ist ja Moritz natürlich auch ganz klar, mit mir zusammen im Lead die Dinge voranzutreiben, aber auch da nicht in der Hektik zu verfallen. Man sieht jetzt in 2 Wochen intensive Arbeit, dass die Jungs wirklich Stunde um Stunde wirklich Gas geben für die Sache, brennen auf ihren Job, und trotz allem kann man sicherlich Dinge auch noch verteilen. Nur wichtig ist es, dass man nicht irgendetwas macht, um nach außen hin zu dokumentieren, so, jetzt haben wir nochmal uns erweitert im Trainerteam, es muss passen. Gespräche sind auch da, laufend, fortlaufend. Aber da ist auch wichtig, dass Herr Moritz auch ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, auch in der gesamten Gruppe, das muss passen, sind da, wie gesagt, in Gesprächen. Und es kann durchaus sein, dass wir uns da auch noch verstärken wollen oder können.
Zweite Frage war Richtung Entlastung meiner Person. Es ist grundsätzlich so, dass wir offen sind im Strukturenprozess, auch in meinem Bereich. Trotz allem ist es so, dass ich mich dahingehend innerhalb dieser Gruppe oder in dieser Struktur, die ich jetzt aktuell habe, trotz allem wohlfühle. Da auch da würde nur was gemacht, wenn wir uns da wirklich auch sehen, dass es in der Allgemeinheit passt. Und das ist sicherlich auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen auch beendet wird. Und auch die konkrete Suche nach einem Sportdirektor ist in der Form nicht richtig, sondern es ist einfach so, dass wir offen sind für Strukturenprozesse. Auch ein weiterer Punkt, um sich da weiterzuentwickeln, auch in Mainz. Und das ist, da sind wir auch ergebnisoffen, aber nicht so konkret, dass man jetzt sagt, man sucht aktuell einen Manager, der da reinmarschiert und jetzt die Geschicke mitleitet. Soweit sind wir noch nicht. Mufi, ich sehe, du hast die Hand noch oben. Hast du noch eine Nachfrage oder beantwortet das all deine Fragen? Nee, ich habe die Hand eigentlich auch gesenkt, aber ich senke sie jetzt schnell. Kein Problem, ich glaube, wir senken und heben immer gemeinsam, deswegen steht die immer auf. Aber ist gar kein Problem, dann würde ich jetzt an Christopher Michel von Sport1 übergeben. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, Herr Lichte. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ja. Jawohl, sehr gut. Ja, jetzt, wo Sie die Mannschaft auch nochmal als Cheftrainer etwas näher kennenlernen konnten, wer sind denn so, wenn man so sagt, eine Achse? Was sagen Sie, das sind die Spieler, wo Sie jetzt auch am Samstag erwarten, die vorangehen, die das Heft des Handelns in die Hand nimmt? Man hat ja 11 verschiedene Charaktere, das kann nicht jeder. Wer sind denn da so Ihre, ich nenne es mal die Schlüsselspieler, wo Sie sagen, von denen erwarten Sie da jetzt ja eine Führung? Prinzipiell, und das habe ich Ihnen gesagt, erwarte ich von allen Führung in dem Sinne, dass sie alles reinschmeißen, was sie haben. Und ich glaube, ganz entscheidend wird sein, dass es auch so sich entwickelt, dass wir gemeinsam Dinge auf dem Platz sehen, dass wir eine Richtung sehen, dass wir die Idee, die wir auf dem Platz haben, gemeinsam sehen. Da wird es dann innerhalb der Mannschaft natürlich ein paar Spieler geben, die dann vielleicht die anderen darauf aufmerksam machen, wenn diese Idee verloren geht. Und das sind schon die Spieler, die es bis jetzt auch waren, egal ob sie dann auf dem Platz stehen oder nicht. Aber Moussa Niakate ist ein Spieler, der immer wieder vorweg geht, wo der auch deutlich in Spielen, wo er dann die Mannschaft in der Halbzeitpause noch auf dem Platz nochmal eingeschworen hat, wie gegen Havelse. Und Danny Latzer ist jemand, der das immer wieder tut. Und jetzt geht es einfach darum, in dem Spiel selbst auch zu beweisen, dass man das kann. Ja, dass es nicht nur 1, 2 Leute sind, sondern dass Jungs, die das bis jetzt vielleicht noch nicht getan haben, in diese Rolle wachsen und sagen, ja, ich möchte das auch. Ich weiß, was unsere Idee ist und ich bin in der Lage, den anderen dann zu helfen, wenn sie nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Also deshalb geht es für mich jetzt nicht um einzelne Spieler, die so einen Führungsanspruch haben, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne alles, was er hat, reinschmeißt am Wochenende und damit, alleine schon damit, glaube ich, jedem anderen hilft, weil er damit dann ein Vorbild ist, weil alle sehen, ich schmeiße hier alles rein für unsere Idee. Und daran kann man sich dann immer festhalten als Mitspieler. Peter Mufaresch von der Bild-Zeitung. So, jetzt muss ich erstmal, jetzt ist die Hand unten anschließen. Okay, Jan Moritz, um die Außenverteidigerposition, jetzt haben sich weder Philipp Wehne noch Brosi beim letzten Spiel mit Ruhm bekleckert da. Du hast mal erwähnt, dass Sanchez eine Option ist. Wir sehen das ja eigentlich seit einem Jahr, wie schnell der ist und wie gut er auch ist, wenn er mal in der Dreierkette ständig nach vorne gerannt ist. Und er ist einer der schnellsten Bundesligaspieler. Was sprach denn bisher dagegen, den als Außenverteidiger einzusetzen? Und erwägst du das jetzt ernsthaft, dass das vielleicht gegen Leverkusen schon der Fall ist? Ja, also erwägen tue ich vieles, das auch. Es sprach bis jetzt, und das vielleicht dann auch weiterhin, natürlich auch dagegen, dass er für mich ein hervorragender Innenverteidiger ist. Und wenn er Außenverteidiger spielt, spielt er nicht Innenverteidiger. Das bedeutet, das ist im Endeffekt das, was dagegen spricht, dass er es nicht tut. Er kann es tun, und wenn er es machen wird am Samstag, dann bin ich davon überzeugt, dass er auch da seine Leistung abrufen wird. Gibt es weitere Fragen? Jörg Schneider, bitte. Jan Moritz, eine Frage. Wann glaubst du, hast du die Mannschaft oder wann ist die Mannschaft komplett in der Vorbereitung auf Leverkusen? Heute oder müsst ihr warten bis morgen, bis alle in Frage kommen? Und die Anschlussfrage kurz daran, auf was vom Leverkusener Spiel bereitet ihr euch vor oder
was erwartet ihr vom Gegner? Ja, also heute sind hoffentlich, wenn alle, die gestern noch gespielt haben, negativ getestet sind, heute alle vor Ort. Nicht alle auf dem Trainingsplatz wegen des Spiels gestern. Morgen werden definitiv alle dabei sein. Das dazu. Leverkusen ist eine Top-Mannschaft, das wissen wir, glaube ich, alle. Ausgestattet mit auch unfassbar guten Spielern, individuell. Und neben diesem Offensivpotenzial, was sie individuell haben, ist es einfach so, dass sie, und das wird vielleicht oft unterschätzt, ein unheimlich gutes Defensivkonzept auf den Platz bekommen und da sehr, sehr schwer zu bespielen sind. Das sind die Dinge, worauf wir uns vorbereiten und worauf wir dann einen Plan entwickeln. Und den Plan wollen wir am Samstag sehen, 90 Minuten lang. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe momentan kein Handzeichen. Doch, Peter Mufaresch noch einmal von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, nur ganz kurz zum Ablauf. Sagst du mal, wie das morgen läuft, Abschlusstraining? Wann geht ihr ins Hotel Favorite oder schlaft ihr zu Hause? Ist die Frage, wenn ich dir das sage, stehst du dann vorm Hotel und guckst uns den Kader durch? Oder? Genau, das war der Plan. Ja, also wir machen Abschlusstraining und dann werden wir uns im Hotel treffen. Also es wird dann jeder individuell anreisen, weil dann ab Samstag natürlich die Dinge mit dem Mannschaftsbus geregelt werden. Aber die Anreise zum Hotel ist dann individuell. Abendessen ist dann gemeinsam. Ja. Also es ging nur um die Corona-Auflagen da gegebenenfalls, ob das jetzt irgendwie anders ist als vor ein paar Wochen noch, gerade mit dem gesteigerten Inzidenzwert, oder ob ihr da Business as usual machen könnt. Nee, wir sind ja im Hotel sowieso separiert. Eigener Eingang, eigener Raum. Das bleibt so. Christopher Michel von Sport1, bitte. Eine Frage noch mal an Herrn Schröder. Herr Schröder, morgen der Gegner, das wissen wir, das ist jetzt keine Laufkundschaft mit Leverkusen, gibt es ja in der Bundesliga sowieso nicht, aber eine Top-Mannschaft, wie Ihr Cheftrainer gesagt hat. Was erwarten Sie da aber morgen vom FSV Mainz 05? Unabhängig jetzt, dass man sagt, man wird immer gewinnen. Aber was genau nach den ganzen schwierigen Wochen erwarten Sie da morgen von der Mannschaft für ein Auftreten? Ja, morgen im Abschlusstraining erwarten wir eine gute Trainingsleistung, dass dann auch alle an Bord sind. Und am morgigen Tag wird es nochmal wichtig sein, die Mannschaft so gut einzustellen, um dann übermorgen gegen die Top-Mannschaft aus Leverkusen bestmöglich gerüstet zu sein. Nein, also grundsätzlich ist es so, das hat der Moritz ja auch gesagt. Also ich glaube, Leverkusen, obwohl sie nur 3 Punkte haben, wenn man die Spiele sich angeschaut hat, in jedem Spiel hatten sie ihre Möglichkeiten. Offensiv sowieso mit sehr, sehr vielen kreativen Spielern, schnellen Spielern bestückt, aber auch defensiv eine sehr, sehr gute Ordnung. Gegenverhalten auch gegen den Ball sehr, sehr gut. Ich glaube, die Geschlossenheit ist immer das, was wir uns einfach allgemein wünschen. Die Dinge natürlich auch vom Trainer inhaltlich umzusetzen, auf der anderen Seite dieses gemeinschaftliche aufs Feld zu bekommen. Und da müssen wir auch ein bisschen auch Geduld vielleicht haben, wenn gewisse Situationen im Spiel nicht ganz so laufen, weil der Gegner halt einfach auch eine gewisse Qualität hat. Trotz allem haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, dass gerade gegen Leverkusen wir sehr, sehr gute Heimspiele gemacht haben, wenn man sich daran erinnert, bei der knappen Niederlage beim 1:0 kurz vor Weihnachten im letzten Jahr, dass wir einfach auch eine starke Mannschaft auch haben und einfach gewillt sind, auch die Dinge jetzt umzusetzen. Jeder möchte sich einfach mal belohnen, glaube ich, das gesamte Umfeld möchte sich belohnen. Ihr möchtet auch mal wieder positiv über uns schreiben. Deswegen, glaube ich, sind ja alle Daumen auch gedrückt für uns, dass wir das am Samstag gemeinschaftlich hinkriegen. Und da lächzt jeder nach, einfach mit einem guten Gefühl nach dem Spiel, nach dem Abpfiff mal durchzuschnaufen. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und wie gesagt, dafür werden wir hart arbeiten. Nils Salecker von der Allgemeinen Zeitung, bitte. Herr Lichte, jetzt hatten Sie auch noch mal 2 Wochen ein bisschen mehr Zeit, in die Mannschaft reinzuschauen. Werden wir dann jetzt mit Blick auf Leverkusen grundsätzlich überrascht sein, was Ihre Startformation angeht? Wird es da viele Veränderungen geben? Und was schwebt Ihnen denn auch an taktischen Veränderungen vor? Ja, ob Sie überrascht sind, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, was Sie erwarten. Wir haben Dinge einstudiert, haben Dinge trainiert und dann werden wir die Spieler aufs Feld schicken, von denen wir der Überzeugung sind, dass sie das dann am Samstag bestmöglich abliefern können. Da will ich jetzt noch nicht dazu was sagen, wie viele Änderungen es da geben wird oder ob wir taktisch was ändern. Das wollen wir den Leverkusenern nicht mitteilen.
Mal die Frage vielleicht so konkretisieren, wird dann das Grundgerüst ähnlich zu dem sein, wie wir es an den ersten drei Spieltagen hatten? Es werden sicherlich Spieler auf dem Platz auch stehen, die auch in den ersten Spielen gespielt haben, sicherlich. Gibt es noch Fragen? Christopher Michel von Sport 1, bitte. Herr Schröder, ich muss noch einmal kurz nachhaken. Sie sagen, es geht auch übermorgen darum, mit einem guten Gefühl durchzustaufen nach dem Leverkusen-Gespiel. Ist dieses gute Gefühl nur ergebnisabhängig oder wie Sie selbst sagen, vor einem Jahr dieses knappe 0-1, man hat aber trotzdem heroischen Fight der Mannschaft gesehen, würde das bei Ihnen dann auch ein gutes Gefühl eventuell auslösen? Also wenn ich jetzt schon sage, dass ich mit einer knappen Niederlage zufrieden durchschnaufe, dann glaube ich, dann hätte ich alles falsch gemacht in meinem Beruf, was man falsch machen kann. Also wir sind natürlich schon Sportler und wir möchten Spiele gewinnen und möchten punkten. So, von daher ist natürlich ein Gesamtauftritt ist wichtig, dass wir da geschlossen auftreten und einfach die Leistung bringen, die wir uns wünschen und auch die Qualität aufs Feld bringen, gar keine Frage. Und natürlich jetzt auch nur der klare Gedankengang zu punkten und auch es positiv zu gestalten. Alles andere, da beschäftige ich mich definitiv nicht. Und das Wort durchschnaufen kann sich ja nur maximal 5 bis 10 Minuten nach Abpfiff dann sich darauf beziehen, weil dann geht es ja dann auch direkt weiter. Wir haben weitere wichtige Tage vor uns Richtung Gladbach, Richtung Mitgliederversammlung. Also durchschnaufen ist nicht, das wollen wir auch gar nicht, wir wollen nur erfolgreich sein. Peter Mufaresch von der Bild-Zeitung, bitte. Mufi, dein Mikro ist aus. Naja, ich habe heute Probleme mit dem Knöpfchen drücken. Jan Moritz, eine Frage zu den Jugendspielern noch. Es gibt ja immer so diese Diskussionen, sind die einen sagen, in so einer schwierigen Situation sind die Jungen noch die unbefangensten, man da soll man sie ins kalte Wasser werfen. Die anderen sagen, man darf die nicht verheizen und der Druck ist zu groß. Welche Einstellung hast du da? Und ist es auch eine Option für so einen Paul Nebel zum Beispiel mal in der Startelf zu stehen? Also ich habe keine grundsätzliche Einstellung dazu, dass ich einmal Ihnen das absprechen würde oder auf der anderen Seite auf jeden Fall sagen würde, Sie sind die, die jetzt den Karren ziehen müssen. Ich glaube, man muss es einzeln betrachten, jeden Spieler, wie alle anderen auch, ob sie jetzt jung sind oder alt, wie kommen sie mit der Situation zurecht, wie stark sind sie in der Lage, ihr Potenzial auf den Platz zu bringen, ihre Leistung abzurufen, und das ist unabhängig davon. Ich bin mit den Jungs, gerade die wirklich ganz Jungen, sehr zufrieden in ihrer Arbeitseinstellung, mit dem, was sie auf dem Trainingsplatz machen. Paul hat es jetzt schon ein paar Minuten länger als die anderen auf dem Feld machen dürfen in den Spielen. Auch da, glaube ich, sieht man, es sind auch da immer wieder Entwicklungsschritte, es sind Potenziale da, die wir versuchen müssen zu verbessern. Aber die Einstellung passt, die Freude und die Leidenschaft am Spiel passen. Und das sind Dinge, wo sie, glaube ich, mit ihrer Jugendlichkeit, die sie noch haben, auch vorweggehen können. So dieses, wie du es gesagt hast, dieses Unbefangene, alles reinzuhauen, was man hat, mit Leidenschaft das zu tun und das einfach gerne zu machen. Felix Mansel vom SWR, bitte. Eine Frage an Ruben Schröder. Was gibt Ihnen denn, abgesehen von der guten Trainingsarbeit und dass sich da jetzt alle unter der Woche reingehauen haben, Hoffnung und Zuversicht, dass gegen Leverkusen was Zählbares rauskommt? Das ist eine Frage, die ist von daher nicht ganz so einfach zu beantworten, weil natürlich das ist das, woran man sich hochzieht, an Trainingsleistungen, an inhaltlicher Arbeit in der Woche, wie die Videositzungen ablaufen, wie die Vorbereitung im Trainerteam ist. Ja, Moritz gibt absolut Hoffnung dafür, dass es einfach besser wird und in der täglichen Arbeit. Das sind die Abläufe, sind sehr, sehr eng beieinander, dass wir die Dinge, wo man die beobachten kann, wie das Trainerteam arbeitet, wie sie mit der Mannschaft arbeitet, wie die Mannschaft vor allem auf die Dinge auch eingeht, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und einfach, dass wir jetzt auch mal dran sind. Ich glaube, wir haben in den letzten 3-4 Wochen, glaube ich, das Wort SCH und was danach noch kommt, glaube ich, erlebt und mehr als das. Wir müssen aus diesem Sog einfach mal rauskommen. Ich glaube, es hat kein Mensch verdient in der Form, da nenne ich den Gesamtverein, die letzten 3-4 Wochen ausschlaggebend da sind für die Grundstimmung. Das ist klar. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch mal dran, das Ding mal umzudrehen, und ich glaube, diese Hoffnung ist definitiv da. Aber wie gesagt, die kommt durch harte Arbeit und das muss man jeden Tag abliefern. Bis jetzt ist es so, dass wir das genauso machen. Warten jetzt noch auf die Rückkehr
schwerer und dann in dieser Geschlossenheit, wir sind einfach mal dran und das ist einfach diese Hoffnung, die man nicht aufgibt. Wenn die Trainingsqualität schlecht ist oder wenn die Videositzungen schlecht wären oder nicht gut vorbereitet und die Spieler würden es nicht verstehen, dann hätte man, glaube ich, nicht diesen Ansatz, aber den haben wir. Und von daher ist es einfach für mich so ein Gesamtpaket, was stimmig ist, aber auch da wieder. Wir können so viel besprechen, können so viele gute, tolle Antworten geben. Am Samstag nachher um 17.15 Uhr werden wir uns darüber unterhalten, ob da was von eingetreten ist und können es wieder bewerten. Und das ist halt die Schwierigkeit an diesem Job oder in dieser generellen Situation, dass man, wenn es nicht läuft, dass man viel erzählen kann, aber abliefern muss man auf dem Platz. Und trotz allem habe ich die letzten Tage und auch Wochen so erlebt, dass es sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr gut vorbereitet auf Leverkusen losgeht. So, ich sehe keine Handzeichen mehr. Wenn jetzt niemand mehr dringend was auf dem Herzen hat, dann würde ich zumindest noch mal auf zwei Optionen aufmerksam machen. Oh, ich sehe gerade, Christopher Michel hebt noch einmal die Hand. An den Herrn Lichte noch mal eine Frage. Als Interimstrainer, das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Wie gehen Sie damit eigentlich persönlich um? Wie ist da schon der Austausch in Richtung, ja, auch Klarheit auf den Trainerposten? Also wie genau gehen Sie mit dieser ganzen Situation jetzt um Sie herum, dieses 0-4 gegen Union, weil jetzt doof, jetzt steht ein sehr schwieriger Gegner vor der Brust. Ja, vielleicht können Sie da mal einfach einen Einblick geben in die Kommunikation generell und vielleicht auch mal ins eigene Seelenleben. Also ich glaube, der Begriff Interimstrainer ist ja auch bewusst nicht genutzt worden, weil das ein bisschen natürlich bedeutet, man ist schon direkt auf der Suche, was Neues zu machen. Ich glaube, das hat Ruben in dem Eingangsstatement gut dargestellt, so wie wir es auch besprochen haben. Deshalb ist es für mich eine Situation, die natürlich sich irgendwo vielleicht ein bisschen anders anfühlt, als wenn jetzt der Verein gesagt hätte, hier ist der neue 3,5-Jahres-Vertrag. Aber die Arbeit für mich ändert sich nicht und die Situation ändert sich auch nicht, weil, das habe ich auch schon eingehend am Anfang bei der ersten PK gesagt, jeder Trainer ist in der Situation, dass er Woche für Woche irgendwo abliefern muss und seine Leistung, genau wie die Spieler, muss jeder Trainer seine Leistung Tag für Tag im Training abliefern, dann im Spiel abliefern und mehr kann ich nicht machen und das konnte ich aber noch nie und egal, was das für eine Vertragssituation ist, egal wie es genannt wird, dann, was ich dann momentan vielleicht bin, mehr werde ich nicht tun und das gibt mir auch das Gefühl, dass ich nicht diesen Druck habe, dass ich jetzt abliefern muss, damit ich irgendwo das länger machen darf, sondern ich kann nur das beeinflussen, was ich jetzt in der PK mache. Danach fahre ich wieder ins Büro, da werde ich arbeiten, dann werden wir Training machen, zwischendurch wird eine Videoanalyse stattfinden. Das mache ich alles so gut, ich es kann und da verändert sich die Situation nicht, wenn der Vertrag anders aussehen würde. So. Nur aber, ich sehe keine weiteren Handzeichen, dann würde ich mich jetzt erstmal schon mal bei allen Kollegen bedanken dafür, dass sie teilgenommen haben und ihre Fragen gestellt haben. Wir möchten uns auch ganz gerne nochmal an die Fans richten, dadurch, dass wir aufgrund von Corona nur in einer sehr kleinen, muckeligen Runde hier in der Opel Arena am Samstag zusammenkommen werden, gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, uns von der Couch aus zu unterstützen. Und zwar können wir das Spiel bei Sky sehen am Samstagnachmittag und kostenfrei wird es übrigens auch bei 05er FM übertragen. Da werden dann Tim Klotz und Mario Bast sicherlich nicht das Spiel optisch zeigen können, aber zumindest wortreich und lustig wiedergeben. Dann wünsche ich allen erstmal einen schönen restlichen Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag in der Opel Arena und bleiben Sie gesund. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschö. Ciao.